Das Festival Summer Jam ist schon im vollen Gange. Unser großes Thema ist heute die Hitze, Hitze, Hitze. Willkommen bei Tagschwärmer. Die Luft vibriert, die Bühne zittert. Das Thermometer nähert sich der 40-Grad-Marke. Kaum auszumalen, wie es unter so mancher Haarpracht brodelt. Es ist der heißeste Summer Jam aller Zeiten. Ja, die Veranstalter haben zum Glück reagiert. Es gibt überall auf dem ganzen Gelände Wasserhähne. Und hast du auch schon was getrunken? Nee, noch nicht. Wird höchste Zeit für uns. Leg dich doch mal drunter, ist doch deine Höhe. Wie viel hast du schon heute getrunken? Was meinst du? Ja, noch nicht so viel, weil es immer nervig ist, hier hinzukommen. Aber ich weiß, ich glaube, so 2 Liter schon. Ja, geht noch ein bisschen, ne? Ja, auf jeden Fall. Die Spritze ist nass. Die Ärzte empfehlen 4 Liter täglich, also Mund auf und Augen zu. Jetzt muss ich nur noch 3 Liter trinken. Tausende strömen übers Festivalgelände. Die Musik und der frische Grasgeruch vernebeln so manchem Rastafari die Sinne. Eine feste Größe beim Summer Jam ist Elke Koska. Ein Jahrzehnt lang war sie die Muse von Aktionskünstler H.A. Schuld. Der war ja gerade unfreiwillig in die Schlagzeilen geraten. Darf man sich im Supermarkt vordrängeln? Was meinst du, warum ich seit 10 Jahren von Schuld geschieden bin? Weil er nur was immer macht. Er ist nicht mehr mein Mann. Ich weiß, aber... Und ich würde mich nie vordrängeln. Wunderbar. Viel Spaß noch. Ciao. Ja, viele suchen die Abkühlung im Füllinger See. Bei einer Wassertemperatur von 25 Grad Celsius an der Oberfläche eine belebende Erfrischung. Doch auch in diesem Badesee sind schon Menschen ertrunken. Gibt es auch Gefahren? Es gibt eindeutig Gefahren. Zum einen ist es so, dass die Menschen sehr stark überhitzt sind bei diesen Außentemperaturen. Und wenn sie dann ins Wasser gehen, die Oberfläche ist schön warm und sobald man die Füße dann hängen lässt, kommt man aber schon in den Bereich der kälteren Wasserschichten. Das kann dazu führen, dass die Menschen einen Krampf kriegen in der Wade, die Panik anfängt und dann wird es wirklich stressig. Das sollte man vermeiden. Dazu haben die meisten trotz der tropischen Temperaturen zu wenig vom richtigen Nass getrunken. Junge, hast du denn genug getrunken? Ich habe ja 2 Liter Wasser getrunken und bestimmt 5 Liter Alkohol. Von der Flüssigkeitsmenge her ist das okay, aber wenn da hoher Gehalt von Alkohol mit drin ist, dann ist das für den Kreislauf schlecht und unterstützt auch das Ausschwemmen von Mineralien. Und dann neigst du zu Krämpfen und kriegst Kopfschmerzen. Das wollen wir natürlich nicht. Achte auf dich, bleib gesund. Beim Versuch wieder an Land zu gehen, werden wir dann von aufgeheizten Uferpiraten angegriffen. So wollten wir dann doch nicht herunterkühlen. Da sag mal, einer der Rastafaris sind friedfertig. Sind sie auch. Alles war nur Spaß, nun aber nix. Wie hin zur Bühne, sonst verpassen wir die Reggae-Entdeckung des Jahres. Neka, ihr Name, sie kommt aus Hamburg. Schwärmer vom Summer Jam. Wir haben versprochen, wenn es dunkel wird, gehen wir nach Hause. Tschüss!